Wir haben ein blutrünstiges Regime in Iran, kurz vor der Atombombe. Wir haben den nordkoreanischen Verrückten mit Atomwaffen. Wir haben im Nahen Osten, der brennt an vielen Ecken und Enden. Und wir haben viele Regierungen, von denen man sie sich anders wünscht. Es klappt fast nie, auch in Afghanistan. Irgendwann, früher oder später, werden die Menschen in Russland alle erkennen, der Kaiser hat keine Kleider an. Wir haben auch damals die Wehrpflicht ein bisschen leichtfertig aufgegeben, eben mal so bei zu guten Werk. Ich bin gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich bin aber dafür, dass wir neue Wege versuchen, Menschen freiwillig zur Bundeswehr zu bringen. Man muss die Welt nehmen, wie sie ist und versuchen, sie zu verändern. Und nicht sagen, wir reden nur mit denen, die unsere Werte teilen. Dann sind wir mit Norwegen und Island alleine, hat Egon Bahr mal gesagt, wenn wir das darauf beschränken, das wäre ein bisschen wenig. Also wir müssen ankündigen, wer jetzt welche Waffen hat, dann wird das alles gut werden. Todrüsten löst kein einziges Weltproblem, was wir haben, ganz im Gegenteil. Europa kann Amerika nicht ersetzen und Deutschland schon gar nicht. Und wir sollten es auch nicht wollen.